Moin Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen FIFA Ultimate Team Part. Es kann sein, dass ich mich ein wenig kratzig anhöre, weil ich war, hab heute nicht viel gepennt und es ist schon wieder sehr spät. Jetzt zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme. Und ich bin sehr müde, deswegen muss ich dann jetzt hier, ne? Und so weiter und so fort. Keine Ahnung, wie man das jetzt gerade schon sieht. Keine Ahnung, auf jeden Fall bin ich leider, wie ihr seht, in Liga 4 abgestiegen. Juhu, ich war auf dem Weg. Was ist auf dem Weg? Aber ich wollte natürlich in Liga 2. Aber es ist natürlich anders, als man denkt. Und ja, dann bin ich einfach mal in Liga 4 abgestiegen. Und das ist sehr ärgerlich. Und deswegen hatte ich auch abgebrochen. Egal. Alter, wieso sind die nicht mehr fit? Direkt mein Teamtraining anwenden? Ich weiß gar nicht, mit welchem Team hatte ich zuletzt gespielt. Wir nehmen einfach mal wieder ein Bundesliga-Team. Ich glaube, das hatten wir länger nicht mehr, oder? Ich meine, das hatten wir jetzt ein paar Parts nicht mehr. Alle sind fit, ja, dann machen wir das doch mal. Das darf auch mal wieder ran, das Team. Fehehe. 82er, auch in Bundesliga. Aha, aha. Seiten, also Flügel wie ich. Ach Gott, ey. Und Pacer Mayang übrigens ja auch, wie man eben gesehen hat. Verzeiht mir bitte, wenn ich. Also meine kratzige Stimme quasi. Aber wie gesagt, ich bin mega müde und keine Ahnung. Komische Stimme. Was? Meine Stimme ist wird los irgendwie. Alter. Mag ich dachte, der läuft jetzt gegen ihn. Oh, schade, Alter. Das war nicht schlecht, ey. Schön in den Rückraum quasi. Ja. Da macht Alaba einen Flugkopfball. Da ist er nicht reingegangen. Wäre natürlich nicht so schlecht gewesen. Da muss ich mich mal eben räuspern. Hau ab, Alter. Da unten. Oh, du Wichser, ey. Da unten lief doch Blaszczykowski. Felipe Santana. Oh Mann, Zukic. Vielleicht hätte ich einfach mal einen Pitch-Check probieren sollen. Egal. So weit wollte ich den gar nicht durchstecken. Ich wollte auf groß. Verdammt. Egal. Weiter geht's. Weg damit, Hummels. Ey, weg damit. Raus damit. Oh. Mann, immer blocken meine Gegner, immer mein Drecksverteidiger meine Bälle ab. Das ist unglaublich. Und dann machen die einsam Pass und sind dann gleich durch, ey. Ja, natürlich. Er hätte jetzt locker auf die Linie weggecatcht. Bei mir passiert sowas natürlich nicht. Alter Junge. Kannst du nicht mal einen vernünftigen Pass spielen? Oh no. Ja, genau. Junger Vater. Ja, kriegt er hier gelb, weil er ihn umgesnackt hat. Ist doch egal. Nein. Oh, ich dachte schon. Oh, nee. Viel zu einfach, Alter.
Ja, natürlich kriegt er ihn dann noch, ey. Ah, fuck, ey. Boah, Typ. Was machst du denn da? Wow, zwei Scoop-Turn und der zweite direkt verkackt, du Wichser. Mann, mach. No. Das war jetzt echt ultra dämlich. Keiner wollte den Ball gerade hier hin haben. Na. Thomas, ja, Thomas, renn. Schieß. Oh mein Gott, Thomas, ey. Da macht er ihn aber nicht. Da macht er ihn aber nicht. Aber es war nicht so schlecht. Oh, guck mal, hätte er ihn drüber, wieder drüber geholzt. Was ist mit Thomas los, ey? Oh, fuck. Ja, er geht nicht hin, ey. Thomas? Oh Mann, Thomas, ist doch nicht dein Ernst. Thomas macht heute nur Scheiß irgendwie. Alter, es war so klar. Ich wollte es gerade sagen. Natürlich, ey. So perfekt beigespielt, ey. Es hätte einen schönen Angriff geben können, aber nein. Er pfeift den Angriff weg, ey. Und sagt, es wäre ein Foul gewesen. Boah, was? Thomas Müller, was? Gut gestartet, ey. Hä? Hä? Nein. Oh. Ich versteh's nicht. Elia war doch da. Weg mit dem Ball. Es war auch wieder sehr knapp. Oh, Glück gehabt. Ich dachte, er macht ihn jetzt direkt rein. Eieiei. Weg, weg, weg. Schön, und zu Kitsch. Was macht er denn da? Der soll auf Blaschikowski gehen. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ach, es ist so lächerlich. Ich wollte es schlänzen oder auf jeden Fall schießen. Aber danach dachte ich, scheiß drauf, langsamer. Jetzt Flanke. Nein. Thomas, du bist so schlecht heute. Du wirst gleich ausgewechselt. Boah. Maga. Nein. Das kann doch nicht sein. Ich töte irgendjemanden gleich. Das war so ein Ultraglück. Hoffentlich verreckst du an diesem Jubel. Ganz ehrlich, guckt euch diese Scheiße mal an, was FIFA verzapft, dass er den Ball da kriegt und meine ihn nicht wegspielen. Ich verstehe das nicht. Oh. Schieß. Ja, natürlich. Da ganz locker hält er den. Aber meine machen die so einen Scheiße auf meiner Seite hinten.
Ach, komm. Jetzt auswechseln. Thomas Müller muss raus. Auf jeden Fall. Der verzapft mir noch mehr hier, beziehungsweise bringt mich noch mehr in Misslage mit seinen Chancen, die er nicht nutzt. Ich nehme einfach mal die Maske. Das denkt man, wieso nimmst du den? Vielleicht. Aber der Typ ist einfach ein Brecher. Er hat einen sehr guten Abschluss. Ja, er hat. Er ist auch recht schnell. Mit Push sogar ein Tick schneller als, wie man sieht, als Thomas. Er hat eine eigentlich ganz gute Schusstechnik. Aber das Ding ist einfach. Er ist eiskalt. Guten Abschluss. Schnell eigentlich. Ah, oh, du Wichser. Aber das eigentliche Ding ist, er drückt sich einfach überall durch, weil er so eine körperliche Stärke hat. Habe ich ja schon öfter gesagt und so ist es auch. Deswegen bringe ich ihn jetzt mal und guck, was er, ob er da was richten kann. Hat ja gleich direkt hier jetzt am Anfang mal gezeigt, was für ein Zug jetzt im Tor hat. Und jetzt... Es war so eigentlich nicht geplant und ja... Das ist so lächerlich wieder. Er hat jetzt bestimmt irgendwie noch ein Tor draus gemacht. Problem ist, lässt sich den Ball einfach nicht abnehmen. Das ist das Geile an ihm. Und er macht auch einfach ein Ding. Ich sag ja, es war eine gute Idee, hier ihn zu bringen. Auch wenn er eigentlich nicht in das Team passt. Und nicht ins Team quasi gehört von dem her. Zack, zack, fahrst sie alle und macht ihn dann auch noch. Ich sag ja, der lässt sich nicht vom Ball trennen, der Junge. Flitzt einfach durch. Lässt sich nicht trennen. Oh, macht doch noch das Tor, dann macht die Bude. Boah, schöne Parade von Adler. Weil er auch den Mandzukic hat und er halt sehr kopfballstark ist, wie man genau weiß. Boah, gut gemacht. Schön, Toni. Was war das? Nein. War gerade mein. Ich habe den so perfekt gedeckt. Das wäre unfair gewesen noch. Sogar wirklich, wenn der reingegangen wäre. So, Burak. Schade. Schön, Mkhitaryan. Burak. Er spielt hier Bande mit seinem Spieler. Rätsel nur dumm rum und muss jetzt aufpassen, dass ich mir nicht einen fange. Schön hier vom Piszczek weggeköpft. Quasi. Oh, ich dachte gerade. Aber der köpft er zum Glück daneben. So. Piss dich. Burak hat den, bringt den schön rein. Keine Ahnung, was ich da mache, aber da kommt Blaszczykowski. Haut ihn gegen die Pfosten, Alter. Burak köpft ihn und er kriegt ihn noch. Mann, Junge. Ich will doch mal eine schöne Kombination durch hier. Ja, der Wichser, der lässt mich natürlich extra laufen, ey. Ach, weg mit dir. Bruder, komm mal schön. Ja, Elia.
Mit McGill, ich bin jetzt mit dem Schuss. Oh, das war nicht so schlecht. Ja, mit Gitarre mit der Ecke. War gar nicht so schlecht, wie ich es gedacht habe. Schön groß. Arbeitet sich hier den Ball. Und ja, es war ein Abseits. Nicht. Oh Gott. Ah, ich dachte, ich spiele da unten. Weg damit, weg damit. Weg damit. Ah, schade. Mann, passt doch schneller, Mkhitaryan. So groß. Ich tue weiter auf Mkhitaryan, aber das ist langsam. Nicht dahin, du Depp. Groß gibt mit nach hinten und arbeitet sich sogar den wieder den Ball. Ah, er macht das momentan nicht stark. Alaba gibt auf Elia. Oh, Elia, der hätte ihn zurückziehen müssen. Hat eine kleine Drehung oder so gemacht und hat ihn vielleicht reingeschossen. Nach vorne den scheiß Ball, Maga. Nein! Mann, ich hätte nur einmal nach vorne wieder klimpern müssen. Oder sowas. Klimpern. Mann, ey! Kommt doch mal an den Ball, ihr Wichser! Ja, bitte, Alter. No, shit. Nein. Oh, jawohl. Ach, er kriegt nicht mal eine Karte, Alter. Oh. Ah, lass doch nicht weiterspielen hier. Auch dreckig, ey. Da hätte ich auch noch mehr schaffen können, auf jeden Fall. Die Statistik aus. Aber trotzdem laut Statistik besser. Oh, Zweikampf gefallen. Aber trotzdem, ey. Mann. Er hat trotzdem mehr gehen können. Leider nur ein 1-1, nur ein Punkt. Und ja, sieht weiter nicht wirklich rosig aus, die letzten Spiele. Aber egal, wir werden sehen, wie es im nächsten Part weitergeht. Und dann auch hoffentlich ausgeschlafener als jetzt heute. obwohl, wir können einfach mal ein Pack ziehen, ne? Oder ziehen einfach mal ein Pack. Wer weiß, vielleicht habe ich ja irgendwann mal... Was ist das denn? Premium Gold 13 Dings Set. Hä? Digga, das kostet 150. Points, 12 gemischte, 10 Gold, 3 seltene, 13 gemischte, 11 Gold, 3 seltene. Kostet aber... Was? So kostet der viermal so viele FIFA-Points. Nicht viermal, dreimal, Entschuldigung. Oder? Ist auch falsch, ne? Ach, ich hab doch keine Ahnung. Ich bin eh so müde. Egal, wir nehmen auch mal das hier. Natürlich, oder mehr Objekte denn nicht. Aber Münzen kosten sie genau gleich viel. Und jetzt wäre Messi drin, würde ich mich ganz freuen eigentlich. Oder irgendein guter Inform. Ne, ist gut, ich weiß nicht, das ist glaube ich auch nicht so viel wert. Egal, ein bisschen werden wir für ihn bekommen. Und eine Fitness, immerhin. Und Dumbia, okay, der ist aber auch nicht, der kostet auch nicht viel. Mal sehen. Auch auf Transferliste, das nehmen wir auch noch mit. Hier die, ach komm. Auch wenn ich den eigentlich eh nie nehme, die Pushkarten. Ich würde die über Entscheidung spielen, sollte ich die einfach mal nutzen. Ich der. Der hat Schnellstamm. Einfach mal gucken. Und ansonsten war es das. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part, beziehungsweise morgen auch bei
Ja, also im zweiten Spec Ops The Line Part wieder. Also bis dahin, haut rein. Peace.